Ja, hi, willkommen. Mein Name ist DaniwayP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia. Und mein Stuhl unterbricht natürlich wieder die Aufnahme. Egal. Jedenfalls, wir machen heute mit der Hauptstory weiter. In der letzten Folge haben wir ja nur hier Nebenquests in Hameln und so gemacht. Und ich habe mich noch auf der Suche nach 7 Rahmen schwarze Federn gemacht und habe sogar noch welche gefunden. Und die gehen wir jetzt ab. Jetzt müssen wir 301 haben. Oder 300. Ne, wir haben jetzt 7, genau. Bläh. So. Das sind 300 Rahmen schwarze Federn. Hier ist eine Kleinigkeit, um dieses Ereignis zu feiern. Eine blaue Saphir erhöht den beim Kampf erhaltene. Yes! Diese seltene blaue Göttinnenstatue bringt Glück. 30.000 Gold. Au. Oh, macht euch um mich keine Sorgen. Ich habe mir nur ein wenig den Knöchel verdreht. Das kann nicht sein. Dieser Kerl ist Dunkelflügel. Was? Ich weiß, es ist schwer zu glauben, aber hört zu. Erinnert ihr euch daran, wie Dunkelflügel die Eulerei überfiel? Bitte was? Ich habe gehört, dass sie überall am Tatort schwarze Federn, fanden. Wer sonst handelt mit diesem Ding? Es muss er sein. Wollt ihr eure Rahmen schwarzen Federn gegen Objekte eintauschen? Das mag sein. Hast du immer noch die gleichen blöden Dinger? Ja, hast du. Ich weiß nicht. Ich gebe das wahrscheinlich erst aus, wenn ich 1 Milliarde habe. Rahmschwarze Krähe und Objektsammler. Okay. Dann. Elise ist in jedem Kampf. Oh, 30 TP. 30% meine ich. Na gut, dann. Aha. Also er ist so gut wie in jedem Kampf dabei. Also hier. Und Mila, du bekommst den Monokel. Oder hier, du bekommst den Monokel. Ich meine, der passt einfach besser zu dir. Und du bekommst den Paladin-Umhang. So, jetzt bekommen wir. Jetzt müssen wir natürlich ihn auch noch hier reinballern. Ich habe mal Bock, Mila zu steuern. Nee, habe ich nicht. Ich will Alvin steuern. Nee, ich will Leia steuern. Nein, nicht Mila. Nein. Nein, nein. Ja. So, hätten wir das auch geklärt. So, wir haben jetzt Geld. Wie viel haben wir? Wir haben 59.000, ist klar. Dann, wie jeder Part irgendwie so anfängt, ne? Immer so langweilig fängt der Part an, ne? Kräftigendes Schmanker. Okay. 44, das müssen wir ändern. Wow, also, hä? Wieso habe ich denn so viele? So viel habe ich eigentlich auf Screen nicht gemacht. So, zack. Kompass, Rot und Fluch ab hier. Und Gigantschuh und was weiß ich. Und jetzt Insekten. Verdammt. Das müssen wir ändern. So. Okay, heiliges Symbol und Verbundsband. Und wir haben alles auf Level 46 und da bleibt es auch erstmal. So, und nein, doch, ich möchte doch was kaufen. Teuer! Ne, lass mal erstmal. Okay, dann würde ich sagen, wir machen hier weiter. Achso. Drizel, ich möchte fliegen. Jupp. Aufbrechen? Jupp. Was stellst du denn so blöde Fragen? Natürlich will ich hier weg. Please return home safely. For my brother as well. Ich komme schon vor wie im letzten Endkampf. Irgendwas Wichtiges wird passieren. Hätten wir nicht auch zur Not auch 3 auf 2 wie war es verteilen können, aber okay. So, Fenmond, ne, in der Nähe von Fenmond, ne? I believe we just need to follow this road to reach Fenmond. Oder hätten sich ein Loch. So, und die sind natürlich weg. Hey, what are you doing here? Nach Sheraton gehen.
Genau, so dahin, hallo. Abschied von den Webern. And the walking begins. I'm sure you can see why it wouldn't be practical to ride the wyverns at Defenmont. You'd get spotted right away. Yes, there'd be no avoiding a battle, and civilians would get dragged into it. Yeah, I guess that makes sense. Ach, immer diese verdammten Zivilisten. But is it really okay to leave the wyverns alone like that? Wir sind hier die Hauptcharakter. They shouldn't have anything to fear from the monsters. Because the monsters are their friends? Oh, no, no. The wyverns may look docile, but they can be quite tough when they need to be. Monsters aren't their friends. Monsters are their food. Really? Oh, I was right to be afraid. Ach. Die Dinger lassen sich von Pferdezüchtern oder Pferdeärzten behandeln. Ich glaube nicht, dass sie das so fleischfressende Viecher sind. So, Fort Gandala. Oder Gondola. Gandala. Ja. Hallo. Ey. Mann. Huh. Zack, aua. So, ich möchte mal hier. Keine Ahnung. Warte mal, habe ich schon ein paar neue Attacken oder waren die das? Hüllner Sprung. Okay. Zack. Oh, hi, Dude. Willst du mein Partner sein? Au. Oh. Ich habe es einfach nicht auszuweichen. Warum hier ist irgendwie ausweichen noch schwieriger? Kann das sein? Zack. Und zack. Verdammt, schade. Uah. 996 galt. Geil. So, aber ich glaube. Ja, doch, komm. Nö, egal. So, ich möchte mal sehen, was auf der anderen Seite hier ist. Fort Gandala. Westtor. Sieht irgendwie nicht aus. Das sieht aus wie diese Einöde. Ah. Ich habe übrigens mal versucht, da reinzukommen, aber geht nicht. Lässt sich nicht öffnen. Hier ist ein Schatz. Reg dich ab. So, dann kochen wir mal. Was habe ich überhaupt? Ja. Nö, doch. So, noch mehr Galt. Boah, bin ich eine geizige Sau. Nee, ich bin nicht geizig, ich bin gierig. Ach, ich bin von beides irgendwie was. So, kann ich hier rein? Hier kann ich glaube ich auch nicht rein. Die Kohle ist aktiviert. Ja. Das hat er nicht gesagt beim letzten Mal. Hier auf die Kissen kann ich auch nicht drauf. Das ist ja genau das gleiche wie drüben, nehme ich mal an. Ja. Okay. Aber gucken. Ja, ich erkenne, ich erkunde ja die Welt hier um mich herum. Ich muss ja die Welt hier auswendig lernen und sowas weiß ich. Geiler Mond. Und da habe ich eben gemerkt, da kannst du nicht mehr rein. Zack. So, ich möchte mal mit Rowan. Ich möchte mal mit einem alten Mann. Always one step ahead. Wer weiß, dass er sich immer wieder wiederholt. Aber ich schaffe es einfach nicht auszuweichen. Rowan, nein. What are two doing? Kann ich heilen? Nein, das wollte ich eigentlich nicht. So, komm mal her. Ah. Steh auf, Mann. Fall um. Mann, hau. Und. Ha, er hat doch gar nicht angegriffen. Warte mal, ich konnte. Zack. Blaumond-Explosion. Zack und zack und zack. Und zack und zack und zack.
Blaumond-Explosion. Zack und zack. So, ich möchte mal kurz bei Ron Strategie was ändern. Auf Verbinden vorwiegend Arzt. Oh, okay. Verdammt. Ich dachte, ich kann ihn so einstellen, dass er nur Arzt einsetzt. Wenn er verbunden ist mit jemandem. Ich möchte ihn aber jetzt ehrlich gesagt nicht im Team haben. Ich möchte Mila mein Team haben. Die Mädels. Und ich möchte mal. Keine Ahnung. Nein, hier. Ich weiß nicht. Ich gebe doch ihr die blaue Sephira, weil sie ist immer mein Team, weil sie heilen muss. Und aber 30% sind verdammt viel. Habe ich gerade gesehen. Ach du meine Güte. Dann hier blaue Sephira. Und dann gehst du mal raus und du kommst rein. Zack. Ich habe gesehen, Jude hat schon überall so einen Verbindungstitel. Also Jude mal ihn und jenen und so. Das heißt, ich habe mich schon mit Jude mit so gut wie jenen hier verbunden. Deswegen sollen die anderen mal dran kommen. Aua. So, Elvin. Natürlich. Hier traue ich natürlich am meisten, ist klar. Zack. Wenn ich jetzt wüsste, was ich hier mit dir verbinden könnte, wenn überhaupt. Gar nichts. Irgendwie gar nichts. Oh, wie viel Geld wir bekommen. Wir bekommen das Doppelte. Boah, zum Glück habe ich hier die rahmschwarzen Federn abgegeben. Hat es voll gebracht. So, was haben wir hier unten noch? Hilfe. Komm ich hier wieder hoch? Ja, hier komme ich wieder hoch. Da sind Löcher, aber ich möchte hier runter. Das sieht schon so aus, als müsste ich dahin gehen, um nach Fenmon zu gelangen, ne? Aber... Bitte keine Cutscene, bitte keine Cutscene. Danke. Mysteriöse Perle und Pelzpulver und Gegners und Glitzerdingen und Gegners und... Wo war das Loch nochmal? Meister auf der Nähe. Oh dear, Jude, your clothes are torn. Please hold still for a moment. Be done in just a jiffy here. Wow, as good as new. Thanks. Nice job. Those are Jude's best clothes, you know. He spent days fretting over exactly what to get. He bought them for his move to Fenmont because he was terrified he'd look like a country bumpkin. Hmm. That's surprisingly adorable of you. Go right ahead. Blab all my secrets. That's a fine story. Please take good care of them. How did you get to be so good at sewing anyway? I learned when I was in the military. Originally, was? It was just so I could sew up the lips of any of my men who leaked vital information. After that, I took up needlepoint as a hobby. Yo, that's such an embarrassing story, though. Let's between us. Guess that's one secret she won't spill. What's that? Das nennt der peinlich? Da ist voll Blut drin, nicht? Mann. Aber Dark Spaces always get me a little spooked. Hilfe. Nein. Obwohl doch. Ja. Okay, ich sehe nirgendwo einen Alfred Schatz und wie zum Teufel? Ich war doch gerade. Loch. Und wie zum Teufel ist da schon wieder das neue Dingen erschienen? Ich bin noch gar nicht, ja, ich bin ins Loch reingegangen, aber sofort ist da schon wieder was Neues aufgetaucht. Truhe. Elixier. Jetzt so weitergeht, habe ich das Spiel schon auf 100% im ersten Durchlauf. Ich habe keinen Grund, das Spiel nochmal zu spielen. Obwohl es ja zwei Geschichten gibt. Einige sagen ja, ja. Ach, Apfelgummi. Ja, mache ich im nächsten Part. Ja, dann würde ich sagen, ich mache hier kurz einen Schnitt und wir sehen uns im nächsten Part. Tschüss.